Also viel Schein, wenig Sein. Die lautesten Menschen haben oftmals die größten Minderwertigkeitskomplexe. Das Gefühl, nicht auszureichen, nicht gut genug zu sein oder einfach auch nur in Anführungsstrichen sich zu dick zu fühlen, zu dünn zu fühlen oder nicht hübsch genug zu sein. Gefühle, wirklich solche Gefühle immer ernst nehmen. Wenn Sie jetzt das Video bis zum Ende schauen, dann werden Sie am Ende des Videos sich wirklich richtig wundern. Kennen Sie Menschen, die scheinbar immer auf der Erfolgsseite stehen? Die hübsch aussehen, Erfolg im Beruf haben, im Privatleben alles spitze ist, sich scheinbar richtig glücklich und zufrieden fühlen? Und wie ist es manchmal vielleicht bei Ihnen? Grübeln Sie, fühlen Sie sich weniger wert als andere Menschen? Klar, ich bin ehrlich einmal, claro, auch ich vergleiche mich gerne mal mit anderen, die vermeintlich, im ersten Moment zumindest, erfolgreicher sind, sportlicher sind, hübscher sind als ich selbst. Das kann ganz normal sein und sogar auch gesund sein. Das kann auch gut sein. Das gibt ja auch zum Beispiel Motivation. Durch Vergleichen können wir uns auch selbst verbessern. Wie gesagt, uns motivieren, auch reflektieren, auch ganz wichtig, auch unsere Erfolge reflektieren. Eine gesunde Selbstreflexion ist ja absolut wichtig und gut. Doch ab welchem Punkt, und das ist das ganz Entscheidende, und darum geht es jetzt auch in dem Video, sind solche innere Nachfragen eher Minderwertigkeitsgefühle? Wann ist zu viel zu viel? Und natürlich dann auch die entscheidende Frage, und darum geht es jetzt auch im Video, wie gehen Sie damit um? Egal jetzt, ob bei sich selbst zum Beispiel oder bei Ihren Freunden, bei Ihrem Partner, bei Familienmitgliedern, wenn Sie das merken, bei Ihren Kindern merken, wie gesagt, bei dem Ehemann, Ehefrau merken, wie auch bei schweren körperlichen Krankheiten. Ganz wichtig, früh erkannt, bevor sich Minderwertigkeitskomplexe manifestieren, können Sie relativ einfach oder gut dagegen steuern. Und ein paar Tipps, die verrate ich Ihnen jetzt. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. In meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch, verständlich und korrekt aufzuklären über Erkrankungen, Ursachen dieser Erkrankung, egal ob es jetzt physisch oder auch psychisch ist. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Minderwertigkeitsgefühle werden gerne sowohl von den Betroffenen, klar, als auch natürlich vom nahen Umfeld runtergespielt. Man selbst als Betroffener sagt, so schlimm ist es gar nicht, ich bin ja nicht irgendwie depressiv oder so. Und das Umfeld sagt auch, stell dich nicht so an, dir geht's doch richtig gut. So, und ganz entscheidend, egal ob Sie jetzt Minderwertigkeitsstörungen haben oder nicht, ganz entscheidend für uns ist natürlich auch immer die Ernährung, eine gesunde Ernährung. Die kann auch dabei helfen, dass man sich selber zufrieden fühlt. Und ich habe Ratgeber verfasst, wo ich genau darauf eingehe, auf die Rolle Nährstoffe, auch von Supplements, von gesunden Lebensmitteln. Schauen Sie gerne einmal in meinen Shop rein. Da finden Sie zum Beispiel einen Ratgeber zum Thema Abnehmen, aber auch Muskelaufbau. Was sind Minderwertigkeitsgefühle? Psychische Erkrankungen oder Krankheiten sieht man von außen selten auf den ersten Blick. Das ist sozusagen das Tückische, auch das Typische. Anders als bei physischen Krankheiten. Haben Sie sich etwa das Bein jetzt gebrochen? Haben Sie vermutlich einen dicken Verband oder laufen sogar mit Krücken herum, haben Gips, was auch immer. Sodass jeder um Sie herum weiß, ah, der hat sich das Bein gebrochen, da muss man vorsichtig jetzt vorbeilaufen, da muss man vielleicht Rücksicht nehmen auf die Person, vielleicht mal nachfragen, wie es der Person geht. Doch das ist bei Minderwertigkeitsgefühlen etwas anderes. Sie tragen ja kein Schild, auf dem steht, ja, ich zweifle an mir selbst und möchte daher sensibel behandelt werden. Das steht ja da nicht drauf. Von außen ist sogar oftmals ja eine sehr gute, schöne Fassade quasi da. Stattdessen leiden Sie aber unter diesen meist ja stillen Symptomen, wie in dieser Untersuchung herausgestellt wurde, und drei Anzeichen, die Sie unbedingt kennen sollten, die nenne ich jetzt einmal. Nämlich erstens Selbstzweifel, depressives Verhalten, gerade zum Thema Depression, depressive Phasen, habe ich schon mehrere Videos gemacht, und auch sozialer Rückzug. Und tatsächlich sind Minderwertigkeitsgefühle ein psychologischer Zustand, der wirklich eher behandelt werden sollte. Woher weiß ich, dass ich unter Minderwertigkeitsgefühlen leide? Klar, es kann schwierig sein, ehrlich zu sich selbst zu sein und diesen Zustand zu erkennen, sich selbst einzugestehen. Das ist oftmals die Haupt- oder das Hauptproblem, gerade bei psychischen Erkrankungen, im Gegensatz zum Beispiel zu einer körperlichen Verletzung wie jetzt den Knochenbruch. Das ist also schwierig. Das ist nachvollziehbarerweise für die meisten von uns nicht möglich, sich selbst das einzugestehen. Deswegen jetzt zwei Fragen, die Sie sich bitte einmal stellen sollten. Wie lange fühlen Sie schon starke Selbstzweifel? Und haben Sie aufgrund dieser Gefühle zum Beispiel Angst vor sozialen Kontakten?
Horchen Sie einmal bitte in sich hinein. In den meisten Fällen treten gleichzeitig noch weitere Symptome auf, wie etwa auch eine depressive Phase. Und da ist das typische Wort oder das wichtige Schlüsselwort jetzt auch Phase. Es geht nicht nur um einen Moment, heute mal irgendwie so Selbstzweifel haben, leichte, sondern wirklich um eine Phase. Es gibt noch mehr Symptome, auf die ich gleich hinweise. Man spricht deswegen auch von einem Minderwertigkeitskomplex halt. Das heißt, ein Zustand, der quasi aus mehreren Symptomen besteht. Komplex. Es gibt aber noch ein Problem, auf das ich jetzt vorher einmal schnell eingehen will. Und vielleicht haben Sie das auch schon mal bemerkt. Minderwertigkeitskomplexe sind zudem nicht so leicht zu erkennen, wenn sie nur in einem bestimmten Bereich auftreten. Was soll das jetzt heißen? Das ist halt ganz typisch. Vielleicht auf der einen Seite geht es einem spitze, aber in einem ganz bestimmten, spezifischen Bereich, da hat man Minderwertigkeitskomplexe. Und das ist leider auch sehr oft so. Typisches Beispiel, das Sie vielleicht kennen, es kann zum Beispiel sein, klar, dass Sie im Privatleben kaum Einschränkungen merken, aber etwa im beruflichen Alltag stark davon betroffen sind. Dort kann es sein, dass Sie sich zum Beispiel kaum trauen, an Gesprächen sich zu beteiligen, aber bei Freunden zu Hause, ja, wie ein Wasserfall reden, da sich richtig, ja, gut fühlen, Selbstbewusstsein auch haben. Es kann auch andersherum natürlich sein, beruflich erfolgreich, Sonnenschein, selbstsicher, auf der Bühne immer stehen, der Chef sein, aber privat zum Beispiel gegenüber jetzt anderem Geschlecht oder so, ganz anders drauf sein, zurückhaltend sein. Mögliche weitere Bereiche habe ich hier einmal aufgelistet. Warum fühle ich mich plötzlich minderwertiger? Es ist ganz interessant, was Alfred Adler dazu sagt. Das ist einer der Begründer des Begriffs des Minderwertigkeitskomplexes. Und er hat sich mit diesem Thema wirklich sehr lange detailliert einmal auseinandergesetzt. Und was sagt er? Seine Vermutung ist, dass äußere Einflüsse diese negativen Gefühle verursachen. Das bedeutet, dass es sich hierbei, und das ist wichtig, nicht um eine Erkrankung des Nervensystems handelt oder des Körpers handelt. Einige Psychotherapeuten gehen wirklich davon aus, dass unsere Erfahrungen auch in der Kindheit einen wirklich großen Einfluss darauf haben, auf das Thema Minderwertigkeitsgefühle, Minderwertigkeitskomplexe. Gleich jetzt sage ich dazu auch, das kann sein, das muss aber nicht sein. Manchmal sagen wir, ach, es wird immer alles auf die Kindheit geschoben. Aber es stimmt schon, die Neigung zu einem Minderwertigkeitskomplex wird tatsächlich oft in der Kindheit gelegt. Und warum? Worauf sollte man auch als Elternteil vielleicht achten? Weil Kinder fühlen sich häufig weniger intelligent und erfahren als Erwachsene, was vollkommen normal ist. Klar, sie haben ja auch noch nicht so viel erlebt. Und dank dieser Gefühle sind wir motiviert, klar, uns zu verbessern, dazu zu lernen, weiterzumachen, besser zu werden, wie die Erwachsenen zu werden. Fühlen Sie sich hingegen perfekt und möchten ja nichts an sich ändern, haben Sie wahrscheinlich kaum Motivation, klar, etwas an Ihrem Leben ja zu ändern. Sich im richtigen Maße, das ist das Wichtige, sich im richtigen Maße unterlegen zu fühlen, kann also hilfreich sein. Aber gerade Kinder sollten das nicht zu stark fühlen. Und das ist genau die Herausforderung. Studien belegen etwa, dass falsche Vorbilder eigentlich gesunde Jugendliche mental und körperlich krank machen können. Und das ist quasi die große Gefahr, gerade in der heutigen Zeit. Folgen jetzt nämlich junge Menschen etwa einem Körperideal und wollen diesen zu ehrgeizig erfüllen. Das, was Sie im Fernsehen sehen, von Sportlern, sozialen Netzwerken, wie gesagt, entspricht das nun auch Minderwertigkeitsgefühlen, wenn man dem zu stark folgen will. In so einem Fall kann es schwierig sein, direkt auf Minderwertigkeitskomplexe natürlich als Ursache zu schließen, wenn Ihr Kind etwa plötzlich stark abnimmt oder Muskelmasse aufbaut. Aber man muss sich ja fragen, warum macht die Person das? Warum will die auf einmal so viel Muskelmasse haben? Deshalb möchte ich darauf einmal hinweisen, dass es immer wichtig ist, dass Sie genau in sich bzw. in Ihr Kind hineinfühlen. Denn solche Gefühle verstecken sich hinter vielen Masken. Wie bereits erwähnt, sind depressive Gedanken zum Beispiel das offensichtlichste Anzeichen. Ja. Aber meist sind es viel kleinere, stillere Anzeichen. Weitere Symptome etwa sind auch ein übertriebener Perfektionismus, wie Studien erforscht haben, oder diese hier, die ich Ihnen aufgelistet habe. Doch wie kommen Sie da dagegen nun an? Was können Sie da tun? Bevor ich jetzt ein paar Tipps gebe, nochmal ein wichtiger Appell von mir. Folgen von nicht behandelten Minderwertigkeitsgefühlen, gerade wenn die ganz lange stattfinden, wie gesagt, die verstärken sich dann immer mehr. Die Folgen können wirklich schwerwiegend sein, sowohl physisch als auch psychisch. Befinden Sie sich in einer immer stärker drehenden Abwärtsspirale, können ernsthafte psychische Erkrankungen dann nämlich wirklich entstehen. So neben einer schweren Depression, auch typisch ist dann eine Borderline-Störung. Auch das ist möglich.
Und im schlimmsten Fall, muss man sagen, kann das auch ja, bis zum Suizid, bis zu Selbstmordgedanken natürlich führen. Und ganz klar, wenn Sie das bei sich bemerken jetzt oder Sie es bei Ihren Familienmitgliedern bemerken, Kindern bemerken, Partnern bemerken, dann holen Sie sich sofort Hilfe und gerade bei natürlich akuten Selbstmordgedanken immer sofort den Notruf wählen, die 112. Klar, der ist immer permanent der erreichbar. Was kann ich gegen Minderwertigkeitsgefühle tun? Nun kommen wir einmal zu der guten Nachricht. Wir können selbst viel für unsere mentale Gesundheit tun. Als allererstes, nehmen Sie diese negativen Gefühle ernst und besprechen Sie die mit jemandem. Mit einer Vertrauensperson im ersten Schritt. Gehen Sie auch damit zum Arzt, Ihrem Hausarzt. Vor allem im Anfangsstadium kann eine Verhaltenstherapie dann, die man mit einem Psychologen macht, auch schnell helfen. Da, was passiert da so in mehreren Sitzungen, besprechen Sie gemeinsam die Gründe und lernen auch neue Verhaltensweisen, um die Komplexe abzulegen. Umso früher Sie damit beginnen, wirklich, umso schneller und einfacher könnten Sie so Minderwertigkeitsgefühle vollständig heilen. Und wirklich, es ist egal. Lassen Sie sich nicht davon leiten, wenn irgendwer sagt, oh, ich gehe zum Psychologen oder ich gehe nicht zum Psychologen, ich bin doch nicht blöd im Kopf oder so. Nee, genauso wie Sie sozusagen was Gutes für einen Knochen tun, wenn der gebrochen ist, tun Sie auch was Gutes für Ihre Seele, für Ihren Kopf. Und dann gibt es auch noch ganz einfache, schnelle Tipps, die Sie mal ausprobieren können. Und der eine hilft mir auch zum Beispiel. Positives Denken, beziehungsweise man nennt es positive Affirmation. Je häufiger Sie sich den guten Dingen bewusst werden, desto offener sind Sie dafür. Sagen Sie sich selber, was heute auch gut war, wo Sie drin gut waren, was Ihnen an sich gefällt. Dazu kann man auch ein Tagebuch zum Beispiel nehmen, in das Sie wirklich jeden Abend drei Dinge notieren, die Sie schön fanden oder für die Sie dankbar sind. Wenn Sie also merken, dass Sie Minderwertigkeitsprobleme, Komplexe haben, machen Sie genau das. Fangen Sie ruhig klein an, wenn Ihnen nichts einfällt, etwa, dass Sie körperlich gesund sind oder ein weiches Bett haben, in dem Sie schlafen dürfen. Hier sind ebenfalls einige Hilfsmittel aufgeführt, die ich selbst auch gerne mal nutze, beziehungsweise Freunden, Bekannten auch empfehle, wenn die mich dazu fragen. Sie helfen Ihnen, die Gedanken zu befreien und bieten auch für jeden das richtige Ventil. Schauen Sie mal, was Ihnen hilft. Für den einen ist es Sport, für den anderen Meditation. Minderwertigkeitsgefühle vorbeugen. Reden Sie über Ihre Ängste und Probleme und vor allem sehen Sie zum Beispiel, dass auch andere Menschen Fehler haben. Niemand ist perfekt, gerade wir in der sozialen Welt, im Social Media. Niemand ist perfekt, auch wenn es manchmal den Anschein macht. Auch mir geht es zum Beispiel manchmal schlecht, aber ich zeige es natürlich nicht immer. Gerade in den sozialen Medien, muss man sagen, auch selbstkritisch, werden natürlich lieber die Erfolge gezeigt. Klar, statt von negativen Erfahrungen oder auch Gefühlen zu sprechen. Deshalb ein weiterer wichtiger Tipp, vergleichen Sie sich nicht ständig mit anderen. Was können Sie weiter tun? Ich weiß, ich sage es ständig, aber ich stehe dazu. Eine gesunde Lebensweise kann eine Grundlage für positives Denken sein. Vitamine und Nährstoffe unterstützen etwa die Serotoninbildung. Mit Bewegung, abwechslungsreicher Ernährung geben Sie Ihrem Körper bereits ja physisch alles, was Sie brauchen. Und oftmals fühlt man sich dann auch psychisch gut, das ist so. Ebenfalls hilfreich kann auch das Kuschelhormon zum Beispiel sein, das sogenannte Oxytocin sein, wie in vielen Studien schon erforscht wurde. Tun Sie sich selbst etwas Gutes, das ist ganz entscheidend, aber schauen Sie auch bei Freunden, ob Sie diese einfach mal in den Arm nehmen, ob Sie das einfach mal machen, um sich selbst oder auch Betroffenen ein wenig Wärme zu schenken. Gerade anderen ja auch was Gutes tun, das kann nicht nur den anderen natürlich helfen, sondern Ihnen selber auch und Ihnen damit auch ja ein besseres Gefühl geben. Stichwort Minderwertigkeitsgefühle. Die Kleinigkeiten, die machen es oftmals aus. Ich hoffe sehr, das Video hat dieses Thema für Sie jetzt hilfreich beleuchtet, auch den Umgang damit, hilft Ihnen ein bisschen auch den Umgang mit dem Stichwort der Minderwertigkeitskomplex, dass das ein bisschen einfacher wird. Es ist wirklich ein sehr schambehaftetes Thema, umso wichtiger, offen darüber zu sprechen. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.